Hallo zusammen, mich ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren, beziehungsweise für Leute, die sich für Pets oder und für Gold interessieren, könnte das vielleicht auch was sein. Und zwar geht es um folgenden Erfolg, und zwar heißt der Schleimerei. Und für diesen müssen wir eins von diesen schleimigen Haustieren aus Nassiatal spielen. Wie funktioniert das? Und zwar müssen wir erstmal uns hier so Kristalle holen. Und zwar bin ich jetzt hier gerade an dem Spot, wo man sich die relativ gut farmen kann. Hier bei den Koordinaten 39, 59. Die können wir einfach anklicken. Die liegen eigentlich hier in ganz Nassiatal rum. Meistens bei Wasserfällen ist mir aufgefallen. Und hier sind ein paar Wasserfälle nebeneinander. Deswegen habe ich den Tipp für euch, einfach hier in dem Wasserfall die zwei Spots looten. Dann aus der Gruppe rausgehen. Und ein bisschen weiter hoppen, heißt, falls ihr das nicht kennt, schau mal, jetzt auf meinem Remus ist der auch schon wieder da. Jetzt kann ich da nochmal hingehen, den holen und dann theoretisch hier unter Quest zum Beispiel reingehen, Nassiatar, und mich dann einfach bei allen möglichen Gruppen anmelden hier, bis ich irgendwo eingeladen werde und hoffe dann, dass ich quasi irgendwo lande, wo die Dinge auch wieder da sind. Jetzt sind wir blöderweise im Combat, dann switchen wir nicht. Und das so lange wiederholen, bis halt Kristalle da sind, Kristalle looten und weiter, ne? Mehr ist es nicht. Denn die Kristalle brauchen wir gleich fürs Achievement. Was kann man mit diesen Kristallen machen? Wenn wir nämlich ein kleines Viech hier anvisieren, das irgendwie nur ein bisschen Life hat, also das ist schon mal zu viel. Wir brauchen eins, was nur so 5 Leben hat. Dann können wir das quasi übernehmen. Und dann läuft es uns nach und so ein Viech brauchen wir. Jetzt gucke ich gerade mal hier, so eins, ein Level 1 Viech, 5, 6 Life haben die meistens. Und die können wir quasi dann für eine Stunde hinter uns herziehen. Und dafür brauchen wir die Kristalle, denn wir müssen hier Schleime füttern für das Achievement. Und wo die sind, werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Ja, dann schauen wir mal die Koordinaten von den Schleimen an. Und zwar haben wir einen auf den Koordinaten 32, 39. Dann hier auf den Koordinaten 45, 24. Dann hier unten einen auf den Koordinaten 55, 48 und hier nochmal auf den Koordinaten 71, 25. Das packe ich euch aber auch nochmal in die Infobox rein. Da habe ich mir ein Makro gebastelt, dass ihr die auch einigermaßen gut findet. So, jetzt schauen wir uns einmal exemplarisch an. Und zwar steht die hier unten, also man sieht die auch relativ gut. Das sind so, ja, bisschen leuchtende Schleime quasi, die recht eklig aussehen. Und da müssen wir jetzt quasi ein Pet hinbringen. Und dazu müssen wir halt jetzt hier ein bisschen suchen. Den ich euch jetzt zeige, das ist eher auch der beschissenste. Denn da müssen wir einmal durchs Wasser durch mit dem Viech. Jetzt holen wir uns den, ach nee, den können wir uns nicht holen. Hier müssen wir jetzt ein bisschen suchen, ob wir ein Pet finden, das geeignet ist. Denn wie gesagt, das ist der beschissenste. Da sind keine Pets direkt nebendrein. Bei allen anderen sind die Pets direkt quasi 2 Meter davon weg. Ah, hier oben haben wir eine Schnecke, die holen wir uns. Jetzt benutzen wir den Kristall. Jetzt ist die Schnecke mit uns verbündet, hat auch einen Debuff drauf, dass sie betört ist. Und die läuft uns jetzt quasi einmal nach. Jetzt ist das nächste, was wir machen, dass wir hier möglichst ohne in den Kampf zu kommen, zu dem Mob kommen. Es kann nämlich sein, dass die Pets verbuggen, wenn man in den Kampf kommt. Deswegen muss man da ein bisschen gucken. So, ich ziehe jetzt mein Pet quasi hier einmal rein. Dann frisst es das und verschwindet und am 5. Tag, das ist jetzt bei mir der Fall, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet, spawnt dann hier dieses Ei, das können wir looten und da ist dann einfach ein Pet drin. Und sobald wir das Pet lernen, kriegen wir das Achievement. Ich habe mir von den anderen schon quasi das Achievement geholt, weil ich da schon eins eingesetzt habe. Und jetzt können wir mal gucken, was es da für verschiedene gibt. Und zwar schauen wir jetzt gleich mal, wie das hieß. Schleimiger Otter, beziehungsweise da sehen wir auch gleich alle von diesen schleimigen Pets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind es insgesamt. Und ja, 4 kann man sich dann dementsprechend gleichzeitig holen, indem man 4 von diesen Viechern füttert. Und die sind jetzt am Anfang alle noch relativ gut was wert. Hier seht ihr, da steht jetzt dran, dass das Region Market Value von 157.000 Gold hat. Ich bezweifle, dass es für so viel verkauft werden wird, aber ja, was hat das hier? 292.000, also die Werte sind ja schön und gut, ne? Aber ich bezweifle, dass die für so viel verkauft werden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das hier wissen, dass das geht. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich das Video mache,
ein paar mehr quasi an der Stelle. Ja, mehr ist es nicht. Viecher füttern, ihr könnt es auch mit X-Twinks machen, euch dann einen Haufen Pets holen, die alle ins Auktionshaus reinschmeißen oder für die eigene Sammlung. Ich schätze mal, dass die Preise halt die nächsten Wochen runtergehen werden. Also falls ihr da was verkaufen wollt, versucht es noch schnell loszuwerden. Und ja, damit wären wir schon durch mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.